Hallo und herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement und zu einer neuen Folge TBTV. In der heutigen Folge zeige ich euch die neue Third Generation Acrylics Serie von AK Interactive. Ja, hallo und herzlich willkommen nochmal aus dem Tabletop Basement und zu einer neuen Folge. Ja, heute zeige ich euch mal wieder ein paar Produkte von AK Interactive. Unser Partner PK Pro hat uns an dieser Stelle ein paar Farben zugeschickt. Ja, wer es noch nicht mitbekommen hat, AK Interactive hat eine neue Farbenrange rausgebracht, und zwar Acrylikfarben. Wir hatten vor, war schon ein bisschen länger her, hatten wir die neue Real Color Serie von AK Interactive mal euch vorgestellt. Da habe ich euch nochmal einen Link in die Videobeschreibung. Wer die noch nicht kennt, die beste Airbrush-Farbe der Welt, bin ich heute noch von überzeugt. Schaut unten in die Videobeschreibung, dort findet ihr den Link zum Video. Und jetzt haben sie eine neue Range rausgebracht, und zwar Acrylfarben. Und was die so kann, was die so mitbringt, das erfahren wir in diesem Video. Ja, AK hat sich da auch nicht lumpen lassen und hat nicht gesagt, hey, wir bringen jetzt eine kleine Farbrange auf den Markt. Nein, sie haben ein komplettes Brett auf den Markt geschleudert. Also eine komplette Farbrange. Was dabei ist, erzähle ich euch gleich noch. Aber es sind nicht nur die normale Farbrange. Nein, sie haben gleich noch Zubehörartikel dazu gemacht, wie zum Beispiel Primer und Thinner und Mediums und so weiter. Und sie haben tatsächlich verschiedene Farben herausgebracht, also verschiedene Farbserien, sage ich mal. Fangen wir doch direkt einmal an. Sie haben natürlich die normale Farbrange rausgebracht. Das sind einfache Acrylfarben in 17 ml Dropperfläschchen. Und davon, ich muss leider auf meinen Spickzettel gucken, haben wir 179 verschiedene Farbtöne. Das sind, ich habe das mal so ein bisschen verglichen mit der Vallejo Model Color Range. Das ähnelt sich schon sehr. Aber hier haben wir 179 verschiedene Farben. Dann haben wir eine Ink-Serie erhalten. Da sind 12 Farben mit dabei, also reine Inks. Dann haben wir Intense Color. Da habe ich jetzt hier zwei Farben. Da habe ich einmal Weiß und Yellow einfach mal zum Ausprobieren. Ja, also sehr stark hochpigmentierte Farben, denke ich mal. Ich denke mal, das kann man ganz gut vergleichen mit den Opak-Farben von Vallejo. Die sind halt auch etwas mehr pigmentiert. Dann haben wir eine Metallic Color Range, die umfasst 22 Farben. Hier habe ich zwei, einmal Gold, einmal Gunmetal. Und wir haben eine Pastellfarbenrange, die umfasst 6 Farbtöne. Ja, dazu haben wir jede Menge Zubehörartikel bekommen, wie hier zum Beispiel einen Verdünner, einen Primer. Wir haben verschiedene Lacke, Klarlack, Glanzlack. Wir haben Trocknungsverzögerer und wir haben verschiedene Malmediums mit enthalten. Also ihr seht schon, ein Riesensortiment. Wir haben jetzt eine ganz, ganz, ganz klitzekleine Auswahl davon, die wir einfach mal probieren werden. Wir gucken uns mal an, hey, den Primer werden wir mal probieren. Was kann man damit machen? Lässt er sich durch die Airbrush gut sprühen? Muss ich den pinseln? Was kann ich damit alles machen? Dann werden wir mal gucken, wie ist überhaupt so die Basis von dieser Farbe? Weil der Hersteller wirbt damit, weil sie haben ein neues Malmedium wohl entwickelt. Und der Hersteller wirbt halt auch damit, dass man diese Farben nicht mehr schütteln muss. Das heißt, wir kennen das von verschiedenen Farbherstellern. Bei Army Painter zum Beispiel ist es sehr extrem. Da müssen wir wirklich richtig lange und kräftig schütteln, damit sich das gut vermischt. Bei Vallejo ist das, ja, es ist okay. Die nehme ich aus dem Regal, schüttel zwei, dreimal durch, dann ist die auch gemischt. Und hier ist es so, dass man die Farben wohl nicht mehr schütteln muss, weil sich das Malmedium von den Pigmenten wohl nicht mehr trennt. Bin ich sehr gespannt, ob das funktioniert. Und dann gucken wir natürlich an, ob wir das Ganze durch die Airbrush bekommen. Mit Verdünner, ohne Verdünner, wir testen das Ganze mal aus. Bevor wir jetzt aber an den reinen Test gehen, müssen wir auch nochmal über den Preis sprechen. So ein Farbfläschchen, 17 ml Dropperfläschchen, kostet aktuell 2,83 Euro bei PK Pro. Das ist schon eine ziemlich teure Farbe. Das heißt, wenn wir mal Vergleiche ziehen, Vallejo zum Beispiel kostet bei PK Pro 2,50 Euro 17 ml Dropperfläschchen. Das sind also 33 Cent, die wir mehr bezahlen. Und das macht natürlich schon was aus, wenn wir 10, 15, 20 Farben kaufen. Also da macht sich das dann schon bemerkbar. Es ist jetzt nicht so, dass die nur so 5 oder 10 Cent teurer sind. Nein, sie sind ganze 33 Cent teurer. Warum das so ist? Ja, vielleicht liegt es an dem neuen Malmedium, was hier drin ist. An der Flasche mag es nicht liegen. Wir haben eine kleine Besonderheit an dieser Flasche. Es ist nicht der normale, ja, dieser kleine Pöppel, wie wir ihn von Vallejo kennen, sondern er ist breit und wir haben oben eine kleine Fläche. Das ist aber, glaube ich, auch nichts Neues. Das habe ich auch schon mal bei einem anderen Farbhersteller gesehen. Dort können wir dann quasi einen Tropfen Farbe reinsetzen.
trocknen lassen und dann haben wir, wenn wir, je nachdem, was man für ein Paint Rack benutzt, wenn wir die Farbe so drin haben, können wir genau sehen, was das für eine Farbe ist. Ja, kann man machen, kann man nicht machen. Irgendwann hat man seine Farben sowieso, wenn man sie sortiert hat, dann weiß man ungefähr, wo seine Farben stehen und man sieht es ja immer noch trotzdem an der oberen Kante. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich was Tolles ist. Also ich würde es, glaube ich, nicht nutzen, weil meine Paint Racks sind eh so rum. Das heißt, meine Flaschen lagern so mit der Kappe nach unten. Von daher sehe ich halt immer den Ton da. Aber es ist ein nettes Gimmick, kann man machen. Ja, aber das ist natürlich nicht preisentscheidend. Ja, bevor wir jetzt lang schnacken, würde ich sagen, gehen wir mal unten auf den Tisch und gucken uns einfach mal die verschiedenen Farbtöne und Grundierungen an. Ich habe mir wieder ein paar Hilfsmittel dazu geholt. Zum einen habe ich hier meine zwei Testfiguren, die nutze ich immer wieder mal. Das heißt, die sind auch schon etwas dick. Da kann man jetzt auch nicht mehr so wirklich viel Details erkennen, aber es reicht zum Testen. So, die sind wieder frisch grundiert in Weiß. Ich habe hier einen Plastik-Card-Sheet und ich habe wieder meine Löffel. Die hatten wir auch bei verschiedenen Farbtests einfach schon. Das funktioniert sehr, sehr super. Wenn man einfach die Oberfläche besprüht, dann kann man das sehr, sehr gut sehen. Ja, ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit ein paar Farben von der normalen Acryl-Range. Ich habe jetzt hier eine kleine Auswahl und wir werden jetzt einfach mal öffnen und wir werden jetzt mal kleine Linien ziehen. Und ohne zu schütteln, schauen wir mal, also wir machen mit Schütteln und ohne Schütteln und wir schauen mal, ob das tatsächlich stimmt, was der Hersteller dort sagt. So, das sieht erstmal auf den ersten Blick sehr gut aus. Wir schütteln das Ganze jetzt nochmal richtig auf und gucken, ob wir dort einen Vergleich feststellen. Das sieht auf den ersten Blick erstmal ziemlich gut aus. Wir nutzen einfach nochmal andere Farbtöne, gerade bei Rot und Gelb haben wir das Problem öfters mal. Und das Gelb. So, hier sehen wir jetzt den Vergleich. Der obere Strich ist immer der ungeschüttelte, der untere Strich ist der geschüttelte. Also hier bei dem Rot kann man das ein bisschen sehen, aber das mag auch jetzt von meiner Flaschenführung sein. Ansonsten gucken wir mal, also der obere läuft immer, ja, läuft tatsächlich mehr wie der untere Strich. Also das heißt also, ich würde sie trotzdem weiterhin aufschütteln. Also dieses, hey, ihr braucht eure Farben nicht mehr schütteln, weil das Malmedium sich nicht von den Pigmenten trennt. Also ich weiß nicht. Also ich würde zur Sicherheit trotzdem immer, das ist außerdem, ist das ja inzwischen auch in einem inzwischen ist das ja aber auch ineinander übergegangen, dass man, sobald man eine Farbe rausholt, immer eigentlich zwei, dreimal durchschüttelt. Also von daher, okay. Aber wir sehen auf jeden Fall schon mal, die Farben sind wirklich richtig schön deckend, jetzt auch auf dem weißen Plastikkart. Also das sieht richtig gut aus. Wir gehen gleich mal an eine Miniatur ran, aber vorher testen wir einfach nochmal die verschiedenen anderen Farben. Wir haben jetzt hier noch ein Gelb und ein Weiß von den Intense Colors. Auch die schüttle ich jetzt einfach mal vorsichtshalber kurz auf. Da können wir dann direkt mal das Gelb auch daneben setzen. Der Unterschied ist hier bei den Intense Colors, wir haben hier ein Deep Yellow, die Acrylfarbe ist ein normales Yellow. Ja, das werden wir wahrscheinlich erst auf der Miniatur feststellen, ob das jetzt hochpigmentierter ist oder nicht. Aber auch hier finde ich erstmal die Deckkraft wirklich sehr, sehr gut. Schauen wir uns die Metallfarben an. Hier haben wir ein Gold. Gold und Gunmetal. Auch die Farben sehen toll aus. Also auch das Gunmetal gefällt mir gut, weil es ein wirklich schönes, dunkles Silber ist. Gefällt mir gut. Die Inks probieren wir zum Schluss aus. Und hier haben wir noch eine Pastellfarbe. Da ist es, das ist eine sehr kleine Range, 6 Farben. Aber auch hier ein wirklich schöner Farbton, auch wieder sehr deckend. Es zieht keine Schlieren oder sonst irgendwas. Aber wir werden jetzt gleich das Ganze auf der Miniatur probieren. Bevor wir das aber machen, gehen wir als erstes mal an die Grundierung ran. Und wir versuchen mal eine Miniatur mit der Airbrush oder auch mit dem Pinsel zu grundieren. Ich würde sagen, wir beginnen mit einer Pinselgrundierung. So, die Farbe ist auf jeden Fall extrem dick. Also das ist schon, also für eine Grundierung finde ich das schon echt krass. Ja, ich übertreibe jetzt einfach mal ein bisschen. Aber das ist tatsächlich mal eine Pinselgrundierung oder eine Grundierung, die ich mit dem Pinsel auftrage, die tatsächlich auch beim ersten Mal richtig schön deckt. Also das kennen wir von anderen
Primern, die sind ja doch relativ flüssig. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und so eine vernünftige Pinselgrundierung kenne ich jetzt. Ja, die Vallejo-Sachen sind auch okay, aber dort muss man auch meistens zweimal rüber. Aber das sieht tatsächlich wirklich richtig gut aus. So, ich bin eigentlich sehr recht zufrieden mit der Grundierung. Sie lässt sich wirklich schön auftragen. Sieht jetzt auch erstmal auf den ersten Blick deckend aus. Ich würde sie mir allerdings etwas verdünnen wollen, weil damit man besser einfach in die verschiedenen Ritzen kommt. Wir versuchen das Ganze mal jetzt mit ein bisschen Wasser zu verdünnen, ob das möglich ist. Ja, das ist kein Problem. Wir haben hier eine Acrylfarbe. Wir können das also ganz easy mit Wasser verdünnen. Allerdings macht Wasser natürlich immer die Farbe auch immer so ein bisschen wässriger. Das heißt, es gibt natürlich hier auch einen entsprechenden Thinner, den wir nutzen können, um einfach unsere Farben entsprechend zu verdünnen. Ja, aber wie ist das jetzt eigentlich mit den Farben? Wir versuchen einfach mal ein Gelb. Auch hier, das sind schon recht dicke Farben, ne? Also man sieht das schon, dass sie wirklich dick sind. Wir nehmen uns einfach mal ein bisschen Verdünner mit dazu und fangen vielleicht einfach mal hier bei einer weißen Grundierung an. Und gerade Gelb ist ja schon so eine, ich sag's mal, Arschlochfarbe. Jeder kennt das, wer gelb malen muss. Ja, das ist immer nicht richtig schön. Aber ich muss sagen, das sieht erstmal auf dem ersten Blick wirklich gut aus. Wir malen jetzt tatsächlich auch mal Gelb auf Schwarz. Das ist ja auch so der blanke Horror. Gelb auf Schwarz ist immer gar nicht gut. Und klar, das kennt man natürlich von anderen Farben. Wenn wir Gelb auf Schwarz malen, dann müssen wir einfach mit mehreren dünnen Schichten arbeiten. Auch da kann die AK-Farbe natürlich nicht mithalten. Also das kann aber keine Farbe. Ich habe noch von keinem Gelb gesehen, dass wir direkt auf Schwarz auftragen können, was direkt hält. So, als direkten Vergleich können wir jetzt nochmal diese Intense Color nehmen. Auch die ist sehr dick. Wir nehmen einfach mal ein bisschen Medium wieder mit dazu. Und setzen den gleich mal direkt hier unter. Das ist natürlich jetzt auch ein anderer Farbton. Das ist ein Deep Yellow. Aber auch hier, erster Farbauftrag, schon deckend. Klar, wir haben natürlich auch einen weißen Untergrund. So, Deep Yellow auf Schwarz. Haben wir natürlich den gleichen Effekt, ne? Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das irgendwie besonders besser ist oder nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob da wirklich die Pigmentierung, ja, muss ja sein, sonst hätten sie keine extra Farbrange gemacht. Ja, das muss man, glaube ich, jetzt erstmal ausgiebig testen, was, wie, wo, welche Farbe kann. Wir können gerne nochmal das Silber testen. Gerade hier bei dem Schwarz. Ja, ein schönes Gunmetal gefällt mir wirklich gut. So ein richtig schöner dunkler Silberton. Gefällt mir gut. Das Gold auf Schwarz. Gold auf Schwarz ist immer so ein bisschen, ja, ist eher so ein bisschen wie Gelb. Von daher nehmen wir es auch mal auf Weiß. Wobei Weiß eigentlich auch nicht so gut ist. Aber dort können wir vielleicht den Ton einfach sehen. Wie gesagt, die Metallic Range umfasst 22 Farben. Da könnt ihr gerne mal gucken. Ich nutze zum Beispiel aktuell die Farben von Army Painter, also gerade bei Metallic-Tönen, weil ich die sehr schön finde. Aber mal gucken, vielleicht werde ich hier mal einen Wechsel anstreben. Ja, kommen wir zum Schluss, bevor wir uns an die Airbrush machen, nochmal zu den Inks. Ja, ich habe hier einen Türkis-Ink, ein Sooty Black und ein Skin-Ink. Das war jetzt erstmal so, hey, ein Skin-Ink wollte ich ausprobieren. Einfach, hey, kann ich damit einfach Hautpartien waschen vielleicht? Ein schwarzes Ink, klar, das brauchen wir immer. Und Türkis-Ink fand ich halt auch mal ganz interessant. Ja, ein Ink ist natürlich kein Wash, da gibt es natürlich schon Unterschiede. Das heißt, ein Ink ist ja eine Tinte. Ein Ink ist natürlich auch immer etwas dicker wie ein Wash. Ich schüttel das jetzt einfach mal auf und mache mir einfach mal ein paar Streifen hier hin. Ihr seht schon, das sieht erstmal aus wie Acrylfarbe, ne? Das ist jetzt nicht so wie bei einem Wash oder so weiter. Wozu nehme ich Inks? Ich nehme persönlich Inks sehr, sehr selten und wenn, nehme ich Inks tatsächlich auch nur zum Lasieren. Also das heißt, ich verdünne mir die Farbe einfach noch extrem, um da einfach mit lasieren zu können. Natürlich kann man auch ein Wash damit herstellen, aber ich nutze tatsächlich sehr, sehr wenig Inks. So, wir gucken mal. Ihr seht schon, das ist schon recht dick, aber natürlich viel, viel dünner als die Farbe. Wenn wir jetzt daraus eine Lasur erstellen wollen, brauchen wir eigentlich nur einen kleinen Tropfen und viel verdünner und wir haben direkt eine Lasur erstellt und können dann schön Miniaturen lasieren. Wir gucken jetzt mal mit dem Schwarz. Auch hier natürlich sehr dick die Farbe. Aber wenn wir einfach ein bisschen verdünner nehmen, können wir auch hier eine schöne Lasur erstellen. Das geht natürlich noch viel, viel dünner. Zum Schluss das Türkis.
Ja, also wie gesagt, Inks nutze ich eigentlich immer nur, um irgendwelche Lasuren oder Filter herzustellen, um die Miniatur damit zu kolorieren. Und ja, Wash damit herstellen geht sicherlich auch, müsste man ausprobieren. Aber deswegen wundere ich mich gerade so ein bisschen, warum AK nicht gesagt hat, hey, wir stellen ein paar vernünftige Washes her und machen dann halt Inks. Ist immer so ein bisschen schade, weil Inks braucht man, glaube ich, doch eher selten, ne? Also ja, schreibt mir in die Kommentare, nutzt ihr Inks? Wozu nutzt ihr Inks? Also wie gesagt, ich nutze es zum Lasieren und wenn ich tatsächlich abschattieren will, dann nutze ich natürlich einen Wash und kein Ink. Schreibt es unten mal in die Kommentare. Ja, kommen wir nun zu unseren Löffeltests. Und zwar werden wir jetzt das Ganze mal durch die Airbrush spritzen. Und zwar nehmen wir uns mal einfach mal ein Gelb. Das müssen wir uns jetzt natürlich verdünnen, weil pur da in die Airbrush zu geben, das wäre jetzt fatal, weil ihr seht schon, die ist sehr dick, die Farbe, ne? Das heißt, wir werden uns einfach mal eine Airbrush-Farbe anmischen. Dafür ist der Verdünner ja auch da. Und das sollte jetzt auch schon funktionieren. Oh ja, und ich muss sagen, sie lässt sich wirklich gut sprühen. Fühlt sich wirklich gut an. Also bei Vallejo hat man da schon öfters mal, dass sich da wirklich die Pigmente so ein bisschen verklumpen und macht dann die Düse sofort matschig. Aber das sieht wirklich gut aus. Und das war jetzt ein Farbauftrag. Wow, also das geht wirklich wunderbar. Wir machen dann gleich nochmal einen zweiten Test. Also gerade Gelb ist ja auch schon so eine Farbe. Wie gesagt, Gelb ist halt immer eine schwierige Farbe. Ich nehme jetzt hier mal Blue Green. Wir schnappen uns einen weiteren Löffel. Ja, wow, das sieht wirklich toll aus. Also ich bin echt begeistert. Sie gehen wirklich gut durch die Airbrush. Ich werde jetzt einfach nur mal ein bisschen was auf die Miniatur auftragen. Hier sind zwar überall Farben jetzt drauf, aber einfach nur mal, um zu gucken, wie es auf so einer Miniatur hält. Ja, das geht einwandfrei. Ja, kommen wir zum Abschluss noch zu einem kleinen Fazit. Also ich finde das Produkt wirklich gut, aber ich bin jetzt nicht so, wo ich sage, hey, das ist jetzt der ultimative neue Stern am Himmel. Also fangen wir vielleicht vorne an. Also der Primer. Primer finde ich für die Airbrush, finde ich ihn persönlich zu dick. Das heißt, ich muss, wenn ich grundiere, muss ich diesen Primer verdünnen vorher. Ist ein Schritt zu viel für mich. Ich bin ja ein fauler Mensch. Und ich bin ja ein absoluter Freund von dem AK Primer und Mikrofiller. Den kann ich direkt aus der Airbrush verwenden. Ja, da ist ein Lösungsmittel drin, aber ich finde, diese Grundierung einfach hält überall. Auf Resin, Metall, Plastik. Mega gut. Jetzt haben wir hier einen neuen Primer und das ist ein Acrylprimer. Der ist sehr, sehr dick. Den muss ich, wenn ich mit der Airbrush arbeite, definitiv verdünnen. Aber ich finde ihn richtig gut als Pinselprimer und da haben wir nicht so viele am Markt. Also für alle, die nicht vielleicht immer die Möglichkeit haben, die Dose rauszuholen, die Airbrush aufzubauen, oder vielleicht muss ich auch nur ein, zwei, drei Minis grundieren. Ja, hey, dafür ist das doch optimal. Wir haben hier auf jeden Fall ein Schwarz, Weiß und ein Grau als Primer. Finde ich richtig gut. Von daher als Pinselprimer, tolles Produkt. So, dann haben wir hier den Acrylic Thinner von AK Interactive. Ja, macht natürlich Sinn, um seine Farben entsprechend zu verdünnen. Das geht für die Airbrush und auch für den Pinseleinsatz. Kann ich beides nehmen. Ich kann natürlich auch Wasser nehmen. Ich kann auch natürlich Glasreiniger nehmen. Nehme ich auch oft. Aber wir haben jetzt hier einen extra Thinner. Sollte man, wenn möglich, auch immer meistens immer dazu nutzen, weil es halt einfach dann passt. Der ist ja nicht umsonst entwickelt, sondern hat ja schon seine Berechtigung. Also für den Einsatz für die Airbrush auf jeden Fall. Und die Farben. Ja, es ist eine sehr, sehr solide Farbrange, eine große Farbrange. Wir haben einfach eine schöne Auswahl an Farben. Ist es jetzt aber das Produkt, wo ich sage, hey, weil ich hatte ganz am Anfang, hatte ich echt überlegt, wenn diese neue Acrylserie rauskommt, könnte ich mir vorstellen, vielleicht umzuschwenken, weil ich einfach ein großer Fan von AK einfach bin. Bin aber mit den Vallejo Model Color Farben auch sehr zufrieden. Aber ich muss jetzt nach diesem Test sagen, hey, es ist jetzt keine Umstellung. Nee, will ich eigentlich nicht. Weil erstens muss ich mich an neue Namen gewöhnen. Das heißt, wir haben zwar hier auch, ne? Yellow ist Yellow und White ist White, ist klar. Mahagoni Brown gibt es auch bei Vallejo, klar. Wir haben Blood Red, wir haben Medium Orange, aber es sind einfach auch Namen,
da muss ich mich neu dran gewöhnen. Jetzt weiß ich ganz genau, wenn mich jemand fragen sollte, hey, was nimmst du für einen deutschen Wehrmachtsoffizier BW2, welche Farben, dann kann ich genau sagen, zack, 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 zack. Also da kann ich euch direkt sagen, blind sagen, welche Farben ich nehme. Und das müsste ich ja quasi dann wieder neu lernen. Aber ich finde es eine super Alternative, weil sie sehr, sehr gut durch die Airbrush gehen. Ich bin ein großer Fan von den Recolor-Farben. Ich nutze die Recolor-Farben für die Airbrush eigentlich auch ausschließlich für den militärischen Bereich. Allerdings fehlt mir da tatsächlich die Auswahl für Fantasy und Science Fiction. Das kann jetzt diese neue Acryl-Serie natürlich mir bieten, weil sie einfach sehr, sehr gut durch die Airbrush geht. Ich muss die natürlich auch vorher verdünnen. Das musste ich aber bei Model Color auch. Aber beim Model Color hatte ich auch immer öfters das Problem, dass mir tatsächlich die Pigmente manchmal zu grob waren. Und hier scheint es dann wirklich zu sein. Die Pigmente verbinden sich einfach viel besser mit diesem neuen Medium, das da drin sein soll. Das hat man jetzt schon auf Anhieb gemerkt und die Deckkraft war wirklich gut. Von daher ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Alternative für den Fantasy- und Science-Fiction-Bereich. Dann, die Metalltöne fand ich jetzt auch gut. Da werde ich mir die anderen werde ich mir auch nochmal anschauen. Es gibt 22 Stück an der Zahl. Mal gucken, da werde ich mir nochmal so ein paar raussuchen, werde die einfach nochmal probieren, nochmal mit Army Painter so ein bisschen vergleichen. Und dann werde ich gucken, ob das was für mich ist oder ob ich vielleicht doch bei Army Painter bleibe. Also das hat mich jetzt ist jetzt auch kein wirklicher Grund gewesen, jetzt zu sagen, hey, ich nehme jetzt die komplette Range. Also kurzum. Es ist ein gutes Produkt, keine Frage, aber es ist jetzt auch nicht der neue Stern am Farbenhimmel. Also es ist jetzt nicht, bringt jetzt nicht die ultimative Superlösung mit. Man muss es einfach ausprobieren. Und ich denke, da muss man jetzt auch einfach ein paar Wochen und Monate mit probieren und einfach mal gucken, hey, wie verhalten sich die Farben und. Ich glaube, da muss man jetzt einfach ein bisschen testen. Da kann man jetzt halt einfach noch nicht so viel dazu sagen. Bei Bellero weiß ich einfach, welche Farbe wie reagiert. Ich weiß einfach, dieser Farbton muss immer verdünnt werden. Bei der Farbe weiß ich, die muss nie verdünnt werden. Bei der Farbe weiß ich, wie viel ich Verdünner reinmachen muss, wenn ich sie mit der Airbrush bearbeite. Also da habe ich halt einfach so, weil ich einfach die letzten Jahre viel mit den Vallejo-Farben gearbeitet habe, weiß ich einfach, wie ich mit denen umgehen muss. Das ist hier ein ganz neuer Lernprozess. Das muss man mal gucken. Ich werde ein bisschen mit rumprobieren, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, es ist kein schlechtes Produkt. Es ist ein wirklich gutes, solides Produkt. Und probiert das ruhig einfach mal aus. Aber vielleicht habt ihr das Ganze auch schon ausprobiert und könnt vielleicht selbst schon eure Erfahrungen berichten. Also haut es mal unten in die Comments rein, ob ihr schon die neue AK-Farbenserie ausprobiert habt. Und wenn nicht, dann schaut doch einfach mal bei unserem Partner PK Pro vorbei und bestellt euch ein, zwei Farben und schaut euch das Ganze mal an. Ja, ansonsten, was haltet ihr sonst zu dieser Farbrange? Haut es auch mit in die Comments rein. Ist es für euch ein Grund, das mal auszuprobieren, nicht zu probieren? Wie gesagt, für mich absolut eine Alternative zum Fantasy- und Science-Fiction-Airbrush-Thema. Aber ansonsten bleibe ich natürlich auch weiterhin der Model Color Range von Vallejo treu. So, das war's für die heutige Sendung. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, haltet Abstand. Wir sehen uns dann nächste Woche Montag zu einem neuen Vlog auf unserem Uncut-Kanal, wenn ihr Lust habt. Link ist unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr den Kanal vielleicht noch nicht abonniert habt und ihr Bock auf ein tägliches Format habt, abonniert doch gerne mal den Uncut-Kanal. Und jetzt habe ich genug gequatscht und wir sehen uns dann nächste Woche. Bis dahin, schönes Wochenende. Tschüss. We'll be right back.